Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge, ich schau mal eben, der ist schon wieder nicht das am Anzeigen, wo ich gerade dran bin. In der letzten Folge haben wir so einiges erlebt. Wir sollten auch mal die Gießkanne wieder auffüllen, das ist richtig. Und da haben wir hier mit Kitty nämlich, nein, Körper getauscht, ist falsch ausgedrückt. Ach, da können wir dann. Ach, das ist cool. Okay. Hi, Kitty. Wenn ich also so eine Zauberformel jetzt nochmal hätte, könnte ich mich direkt wieder in Kitty verwandeln. Das ist doch niedlich. Ach ja, ich glaube, ich weiß aber auch, mit wem wir hätten reden können in der letzten Folge. Weil zwei Leute fehlen uns ja noch zu dieser einen Quest, dass wir mit den Leuten darüber reden sollen, ob die Probleme wegen der Dürre haben, beziehungsweise wenn ja, welche Probleme die haben. Was eigentlich logisch ist. Welche Probleme die haben. Is it? Schakalaka. Ernsthaft, es gibt was zu essen, was so heißt. Ich kenne das nur mit Schakalaka, Schakalaka. Also, wenn man da anfängt zu I tanzen. found something. A recipe. Und Marmeladenpudding. Auch wenn da steht Marmeladepudding. Kleiner Übersetzungsfehler. Aber nicht schlimm. So, dann schauen wir noch mal kurz, ob wir hier. Ja, eine Mandel. Die ist wahrscheinlich hier noch am Schlafen, ne? Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir tatsächlich mit ihr auch sprechen müssen. So, sammeln wir hier noch mal eben die Sachen ein. Hier ist nichts mehr. Dann werde ich jetzt mal eben noch was angeln. In der Hoffnung, dass wenn wir dann gleich damit fertig sind, sie vielleicht dann Richtung Arbeit hochgeht. Ja, es war so klar, dass der Kleine als erstes rangeht. Und jetzt der Große. Na komm. Sehr schön. So, andere Seite machen wir auch noch eben, wenn die denn möchten, dass ich hier irgendwo. Ah, da. Dass ich irgendwo an die Angelstelle rankomme. Das wollte ich eigentlich sagen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er jetzt von unten so schräg daran geht. Regenbogenforelle, ein beliebter Fisch mit farbenfrohen Streifen, den man in der Nähe der Berge findet. Ein seltener Fang. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen, diesen ekligen Fisch. So, sehr schön. 8 Uhr ist, glaube ich, immer noch ein bisschen früh für sie, ne? Guck mal hier nochmal, da ist nichts drin. Mal schauen. Oder ist sie heute überhaupt gar nicht da? Das kann natürlich auch sein. 9 bis 18 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, dass ich die Zeit noch mal ein bisschen schneller laufen lasse. Weil deswegen wieder zurücklaufen. Dann kann ich einmal zurücklaufen und bin dann danach direkt wieder hier. Also kann ich direkt raus, mich umdrehen und wieder nach hier oben laufen. Dann ist die Zeit ungefähr vorbei. Und das wäre natürlich Blödsinn. Ich hoffe jetzt inständig, dass ich mit ihr tatsächlich darüber reden kann. So. Müsste er eigentlich jetzt gleich hier auftauchen. Hallo. Ja, wo ist sie denn? Mädel. Hallo, du sollst ab 9 hier arbeiten. Wir haben noch Montag. 9 bis 18 Uhr. Und wo ist sie hin? Wir haben schon 10 nach 9. Leute, so geht das nicht. Ihr müsst pünktlich sein. Ist das euer Ernst hier? Gehe ich so lange noch mal kurz angeln? Ja, jetzt. Das war so klar. Sobald ich meine Angel da reinwerfe, kommt die Trolla 20 Minuten zu spät zur Arbeit. Also wenn wir hier so arbeiten würden, Oh, ne? yeah. Das geht ja gar nicht. So, lauf hinterher. Motz die erstmal an. Are you in the middle of something? Just finishing my meditation.
And not that yuppie yoga rubbish, by the way. This is my... how to explain it? My Hindu version of reading the Book of the Mind that Cameron talks about. Oh, is this something that you learned back home from your parents? Sort of. We don't talk, my parents and I. Oh, it's fine. You couldn't have known. What about your parents? Ja, sie hatte Probleme mit dem Vater. Also, ja, nee, sie hatte eigentlich keine Probleme mit dem Vater, sondern die Großmutter hatte Probleme mit dem Vater. Sie doch eigentlich nicht, oder? Ja, was heißt denn, kann Fairhaven nur schwer erklären? Ich sag mal, Probleme mit dem... Also, wenn schon das steht, muss sie ja irgendwie Probleme mit ihm haben. It's hard for me to relate to my dad. He kept me away from Fairhaven for 20 years. That sounds painful. I'm sorry he did that, Tara. In my experience, it's only gotten harder and harder for my parents and me to relate as time goes on. I wonder if it will ever get any easier. But in the meantime, I'm quite happy here on the island. Ja, und wir haben endlich mal das nächste Herzchen. Ja, und perfekt. Sie ist auch diejenige, die wir noch brauchen. Hi, Giver. I hope the drought isn't messing with your instruments. On the contrary, I couldn't have asked for anything better. This drought has isolated to Fairhaven. It isn't occurring in Milkwater, which makes it perfect for research. I want to take several groundwater samples and see how much moisture remains in the soil. Okay. That sounds like an excellent idea. Thank you. It always cheers me up when someone confirms my intuition. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber... I spoke with Thomas about the drought, and he said he had to dig his well deeper just a few years ago. Strange that the aquifers could deplete so quickly. Na gut, aber das hat jetzt nichts mit der Magie zu tun, gehe ich mal stark davon aus. Weil die zerrt ja nicht an dem Wasser von der Insel. Insel, da haben wir das Thema wieder, Insel. Ja, aber wer könnte jetzt der Letzte sein, mit dem ich noch reden muss? Oder die Letzte? Kim hatte ich schon. Violet und so, die habe ich natürlich auch alle schon. Die meisten waren ja arbeiten. Also nicht alle arbeiten, aber die meisten habe ich ja so erreichen können. Puh. Hi, Wesley. Finding a rare text can be the highlight of my year, or completely ruin it for me. It depends. Okay. Ja, ich weiß leider immer noch nicht, wie ich das machen kann, dass ich mich da quasi an jemanden ranschmeißen kann und denjenigen dann auch heiraten kann. Alles wieder zu hier, Sauerei. Wenn ihr das wisst, würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Ich bin wirklich verzweifelt. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur weiterspielen muss oder ob ich irgendwas falsch mache. Keine Ahnung. My desire to reclaim my memory led me to building a new life here. I don't need the past to know who I am. I live here, but I'm home when I'm in the wilderness surrounded by my creature friends. Ja, viel war das jetzt mal wieder nicht. Können wir mit der einen noch... Ne, die hat natürlich auch wieder zu, war ja klar. Wo ist die eigentlich, wenn sie zu hat und nicht hier ist? Das würde ich echt mal gerne wissen. So. Jetzt nochmal ganz schnell raus. Das habe ich nämlich auch gerade gesehen. Ja, 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 du kriegst ja auch gleich was. Keine Sorge. Lass mich doch erstmal das andere Huhn hier füttern und darum kümmern. Und jetzt kommen sie alle hier angelaufen. Jetzt habe ich genau das, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich genau das Huhn erwischt, was ich schon gemacht hatte. War ja klar. Das musste jetzt so kommen. Das Schwarze da hinten habe ich jetzt aber noch nicht. Ne, nicht weglaufen. Ich brauche dich gleich noch. Ich sagte nicht weglaufen. Hallo.
Böses Huhn. So, jetzt haben wir nicht mehr so viel Futter. Ich wollte ja auch schon die ganze Zeit welches kaufen, aber der Typ ist ja nie da. Also der arbeitet ja nie. Finden kann man den schon, aber arbeiten tut er ja nicht. Ich glaube ab Mittwochs oder Donnerstags. Donnerstags? Doch, könnte Donnerstag, Freitag, Samstag gewesen sein. Ich bin mir nicht... drei Milch haben wir heute sogar bekommen. Das ist klasse. Also Milch können wir mittlerweile einen ganzen Handel von aufmachen, würde ich sagen. So. Hier braucht auch noch was zu fressen. Dich kann ich lieb haben. Bei der anderen muss ich erstmal das Fell wegmachen, ne? Beim anderen Schaf. So, aber was zu futtern kriegst du schon mal. Zack, einmal Fell ab und jetzt kann ich dich auch lieb haben. Jetzt kann ich dich streicheln, ja. Wer mal wirklich ein Schaf gestreichelt hat, wo das komplette Fell dran ist, weiß wahrscheinlich, wovon ich hier rede. Es ist wirklich mühsam. Ja, und wir finden Unkraut. Genau so heißt das. Wir finden ja nirgendwo mehr Unkraut. Doch eins. Ich darf noch einmal Dünger machen. Oh mein Gott, das ist eine extrem miese Ausbeute, aber... achtmal muss ich es noch machen, ne? So. Tja. Ach so, muss ich hier noch irgendwas gießen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Doch, ja, wegen der Dürre alleine schon, ne? Okay, dann nehmen wir das auch noch. Ich freue mich auch schon darauf, dass ich dann was mache ich denn hier? Dass ich dann irgendwann mal genug Honig habe. Wie war das? Da braucht man nur Holz für. Also... ich wollte gerade sagen, das kriegen wir nur noch hin, eins, ne? Das ist nach außen. Zack. Machen wir das so. Ja. Okay. Dann nochmal schnell die Gießkanne machen. Tja, und dann bin ich jetzt echt am Überlegen, wen ich jetzt noch nicht gesprochen hatte. Ich meine, klar, Thomas hatte ich nicht gesprochen, aber der hatte uns ja diesen Auftrag erteilt, dass wir mit den Leuten reden sollen. Und uns fehlt halt noch einer. Thomas ist auch gerade gar nicht da. Oh, er verkauft mal. I thought you said the land here was ripe for all kinds of development. It is. But mucking around with public land won't go over well with my voters. I'll tell you what doesn't go over well. No water for anyone, your voters included. What exactly is your plan, Mayor Soft? What's that about development? I was just telling Otto about my personal development plans. I came to Fairhaven to allow my soul to bloom. Just like Thoreau, as the great man said, I went to the woods because I wished to live deliciously. I think he said deliberately. Not deliciously. Well, sure, he could have said that too. I was just stopping by to tell Marty that Fairhaven will always provide for his livestock, even in the lean times. Mm-hmm. Tara, Marty, have a good one. Yeah. Animals are absolute sponges, you know that? I'm sure your crops are the same way. Ah, nature. So beautiful, so fearsome. This drought is making everyone miserable. Huh. I wonder if some witchcraft is in order. Ja, sprich mit der Hohepriesterin über die Dürre. Das war ja genau das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Aber ich konnte ja nicht und ich durfte ja nicht. Cattle get dehydrated so fast in this heat. Around midday, I've been turning on a bunch of fans in the barn just to get the air circulating. Yeah, I don't want to think about my electricity bill. Tja, da will wohl keiner gerade dran denken. Ich würde gerne noch ein... ach so, wir können gar keine Schweine kaufen. Wieso können wir keine Schweine kaufen?
Dann müssten wir quasi einen Huhn verkaufen, aber ich will ja keinen Huhn verkaufen. Wegen diesem Schmierfett da, meine ich jetzt. Flügelspiel 1450. Kann man schon so einiges mitkriegen. Also wenn die nochmal komplett voll sind. Jetzt bin ich am Überlegen. Zwei Plätze, glaube ich, haben wir noch. Wir sollten auf jeden Fall noch einmal für Wolle sorgen. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Mary. Mary had a little lamb. Ja, genau. Mary. Mm-hmm. That's exactly what I was thinking. Das ist schön. Und ich möchte bitte noch ein... Achso, Moment. Bevor der jetzt weg ist, möchte ich noch mal 20 Hühnerfutter haben und... So, 15 davon. Beziehungsweise eins muss ich jetzt noch, weil ich die jetzt noch mal im Füttern muss. So, und ein Huhn möchte ich noch mal dazu. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Peter. Ja, nee, ist klar. Watschel. Watschel ist cool. Oder Beatrix. Die Hühner sehen ja so ein bisschen aus wie Beatrix, finde ich. Ich nenne sie Beatrix. Beatrix. Well, that's not what I would have called her, but suit yourself. So, okay. Ich hätte mir jetzt eigentlich auch nochmal einmal zusätzlich holen können, aber egal. Ist jetzt nicht so dramatisch. So, dann hätten wir insgesamt 5 und da ist die Kleine. So. So, ein weißes wäre jetzt natürlich schön gewesen, weil wir schon mal 2 dunkle hatten, aber ist nicht schlimm. Ja, heißt das jetzt... Ja, das heißt, im Endeffekt... Hätte ich mit ihm über die Dürre reden müssen oder was? Aber er war ja gestern auch schon da. Als ich mit ihm gesprochen habe, konnte ich ihn wegen der Dürre gar nicht ansprechen. Hm. Irgendwie seltsam, aber okay. So, wir haben Montag. Das heißt für mich, den brauche ich nicht. Dass wir hier nochmal gucken. Nee, da haben wir jetzt endlich alles bei ihm. Sehr schön. Sie ist nicht da. Auch bei ihr, das dauert ja eh ein paar Jahrhunderte. Messenger Cameron said that he heard disembodied voices in the consciousness center. It's odd. What is he trying to say? That someone was doing magic tricks? Because you'd have to be very, very good at magic tricks to unsettle the messenger. Ja, das ist, der hat bestimmt Drogen genommen oder so. Das ist mal wieder so eine Eigenart hier. Parker, ich würde dir gerne wegen was anderem kommen, aber... Did you hear? Someone broke into the consciousness center. Cameron asked me to reinforce the windows in case someone's getting in that way. But I don't know. Won't that make the consciousness center look more threatening? Das ist mir sowas von egal. Wenn das bedrohlicher aussieht, wäre es natürlich gut. Weil die Leute dann vielleicht auch nicht mehr so dahin gehen würden. So, Cameron, du hast bestimmt auch was dazu zu sagen. I thought maybe I was just being paranoid about malcontents. But now that someone's disturbed the consciousness center, I know for certain. Fairhaven has a malcontent problem. Oh, Leute, ernsthaft. Man kann auch wirklich aus jeder Katze einen Elefanten machen. Mann. Die hat... Wieso haben jetzt heute alle geschlossen? Es ist Montag, hallo? At this point, I've explored every nook and cranny in this town. Somehow, though, surprises still pop up. Ja, man zaubert auf jeden Fall. Otto takes issue with his pa being in the bar all the time. Not my fault if we're better company. Boah, da haben wir auch noch eine Menge vor uns. Cameron actually asked me if my kids ever sneak out at night to play pranks. Like I don't know where my kids are. He really has a lot of nerve. My kids are tucked in safely every night. Well, I may have put a tracking charm on them, just in case. Okay. So, damals 30 von, da müssen wir eigentlich...
Obwohl, naja, komm, brauchen wir nochmal 5 dazu. Sie hat auch gesagt, ich sollte ihr Eier verkaufen, weil sie das gerade so toll findet. Eier habe ich, wie viel habe ich denn von den Eiern? 79. Machen wir mal 29, können wir auf jeden Fall verkaufen, ne? Ja, dann ein bisschen Milch, können wir auch nochmal 5, soll ich mal verkaufen. Können die Leute denn ja trinken, wenn sie nichts mehr zu trinken haben. Zucker behalte ich erstmal, weil das ist jetzt nicht so, dass man das jetzt stetig auffüllen kann. Die Brombeeren bringen nicht so viel. Von denen habe ich auch noch nicht so viel. Ja. Jetzt bin ich gerade am... Moment, was ist das? Achso, Ahornsirup. Schwarzer Tee ist die falsche Jahreszeit für. Ich könnte theoretisch... Kann nicht angebaut werden. Aber die Sachen könnte ich theoretisch so schon kriegen, wenn ich das richtig verstehe, ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt bei ihr leveln. Ja gut, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal eben am Strand oder so, ob wir da nochmal mit jemandem sprechen können. Mittlerweile, wie gesagt, haben wir ja schon einige, ne? Ich meine, Bruno ist voll. Der Bürgermeister, habe ich gesehen, ist voll. Er hier nicht. Angus keeps telling me to be extra careful when I lock up for the night. He's paranoid because of what happened at the Consciousness Center. But look, I don't see evidence of a break-in. And Cameron won't even say what was stolen. Ja, ich sag's mal so, bis auf das ist ja auch noch nichts gestohlen worden, ne? Ach, er ist auch hier. Moment, wart auf mich, Kai. I have mad respect for my brother still hitting the wave circuit. Competition's fun, but all I want to do is enjoy the water. Ja. Ja, ich würde sagen, dann haben wir auch mehr oder weniger schon alle. Das sind die von oben. Dann würde ich sagen, ach so, nee, da oben stehen noch 2 Leute. Ich weiß nicht, hatte ich mit der Ärztin heute schon gesprochen? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. I've healed so much since Giacomo's passing. I used to think it meant I'd hurt less to think of him. But for me, it means being able to feel more than just grief. Ja, mit dir habe ich schon gesprochen, ne? Nee, doch nicht. Cameron came to me asking what he should do if he keeps hearing disembodied voices in his consciousness center. But I had to tell him, I'm not that kind of doctor. Nee, da sollte man lieber zum Psychologen gehen. Ja, ich würde sagen, ich angel jetzt tatsächlich noch ein paar Runden, weil sonst haben wir ja nicht allzu viel und wir brauchen ja immer wieder ein bisschen Geld, damit wir auch noch Essen kaufen können, also Futter kaufen können und so. Oh yeah. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich zur Hohepriesterin, glaube ich, sollte ich gehen oder zumindest zum Hexenzirkel in der Nacht gehe. Haben wir hier noch irgendwas? Der hat auch nichts mehr in Sachen Quest oder so. Können wir noch was einsammeln? Sehr schön. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann gleich, wenn wir Nacht haben und es ein bisschen weitergeht. Bis gleich. Erwischt. Wir stellen mal eben die Zeit wieder um. Aber wir haben sie erwischt. Sie kommen jetzt alle mit ihrem Besen hier hin. Ich habe es doch gesagt. Wo ist unsere Violette? Die fehlt noch. Violette, da kommt sie an. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's einfach gewusst. Ja, mit dir müssen wir auch sprechen. Psst, Tara. What's up? I've been thinking this summer about taking charge of my grief, like Vanessa said at group. I want to go through the standing stones and see if I can find out what happened to my mom. I don't think that's what Vanessa meant. Maybe not, but it's what I need to do. I have to find her. But we can't get in. Yes, we can. We just need a keystone. And I know where one is. Have you ever noticed that weird rock in the town hall display case? Yes. There's a sign that it says it's not native to the region, but was found in the mine. It was found there after Mom disappeared and Lena's dad lost his memory. I don't know who put it in the mine, but it doesn't belong in Town Hall. It belongs to the Coven. But the High Priestess doesn't want us to take it back and arouse suspicion. She says it's safer to stay out of the gloaming. Maybe she's right, Violet.
Your mom and Lena's dad were much more powerful witches than we are. My mom would never have left one of us behind in there. And now, I'm old enough to go in after her. Klingt gefährlich, ja. What if you go into the gloaming and you disappear? Then at least I'll have tried something. No one will even notice us going to town hall as long as we're careful. We don't have to sneak past any people this time. Just some pesky locks. So, we'll need 2 lockpick incantations. One for the town hall front door, and one for the display case. I'm on Wellspring duty all week. And you're better at incantations anyway. Come visit me when you're ready. But remember too, you know, be cool about it. Okay. Die Akolytin sagt, der Raubzug wird 2 Schlossknacker-Zauberformeln benötigen. Kann man sich das angucken? Nee, kann man nicht angucken, was man braucht. Ja, da bin ich mal gespannt. We cannot let the townspeople know our true identities. Witches have died this way. Und noch was. Ach so, ja, die Dürre, genau. Thomas told me his well is running dry. Yes, summers here in Fairhaven are always hotter and drier as they wear on. The growing trees and crops will drain the groundwater until the harvest time. Is there anything we can do? A summon rain incantation might bring some relief. Here's what you need. Bring it back here to the circle when you have it ready. Oh, endlich. Stelle eine Regenbeschwörungszauberformel her. Sehr geil, das wollte ich ja. Do you have a familiar High Priestess? I do indeed. But she's a cormorant and she spends most of her time over the water. You're not likely to see her. Okay. Gießkanne. Ja, das ist ja jetzt nur das mit der Zauberformel, denke ich mal. Shelby, do you have a familiar too? I got, 4 right now. But I've had more. Only fools think you can have only 1 familiar. Your life changes every day, doesn't it? Das ist mal ein guter Aspekt. Will we be seeing your familiar at the Coven Circle anytime soon? Nah, he's a beaver, so he doesn't come around here. But if you see any dams, make sure you shout, good job, buddy! Das ist cool. Ja, dann bleibt uns im Moment wohl leider nichts anderes mehr übrig, als uns wieder auf den Weg zurückzumachen. Und ich verabschiede mich dann jetzt schon mal von euch und sag mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Und ich bin echt wahnsinnig gespannt, weil gerade so viele Sachen auf einmal kommen. Bis dann. Ciao. Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.